Soller, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Dommel dabei. Kommt doch. Und wir gucken uns heute an Mono Black Agro gegen Vinota. Vinota in letzter Zeit wieder ziemlich häufig auf dem Channel. Ich liebe das Deck einfach, deswegen habe ich es ein paar Mal aufgenommen. Vielleicht merkt ihr das. Hat auch schöne Hüllen. Hearthstone-Hüllen, by the way. Das sind selbst kreierte Rücken von Hearthstone. Witzig. Ja, fand ich auch sehr, sehr witzig, als ich es gesehen habe. Und genau, auf der anderen Seite Mono Black Agro, was gar nicht mehr so Mono Black ist. Es ist ja ein bisschen schwarz-rot. Ja, ein oder zwei Badlands drin. Genau, fürs Sideboard so ein bisschen. Da ist ein Ancient Tomb Into Chalice. Wo Mono Black steht und denkt sich, ich krieg gerade echt Kotzreiste. Ja. Man kann jetzt Dark Red noch feuern und kann Opposition Agent, Opposition Agent rein. Das kann Vinota auch schon echt ficken. Die spielen ja Fetches. Ja. Ha. Huh. Interesting. Was hältst du von dem Ancient Tomb? Oh, die sind schon schön. Ich würde sie halt nicht spielen, weil ich die Shell und Old Border halt, aber die sind schon. Ja, die Full Art Länder sind nice. Sehr, sehr hübsch gemacht worden, meiner Meinung nach. Geht für drei. Das ist schon nicht schlecht. Da, ja, das ist halt. Drei Damage tut halt schon weh. Alles, was weh tut, ist okay. Ist halt die Frage, ob man einen Discard auf der Hand hätte, weil der wäre wahrscheinlich besser gewesen. Sagen wir mal, zwei Ein-Mana-Spells hätte. Schwierig. Ja. Und die Sache ist halt jetzt bei Vinod. Oh, da ist noch ein Dark Red auf der Hand. Dark Red, Badlands. Und. Ist noch ein Oppie. Noch ein Oppie oder irgendein Sack Effect? Ich weiß es gerade gar nicht. Vinod hat jetzt halt das Problem, wenn der jetzt nichts legt, was blocken kann, verliert er jede Runde, wenn er was spielt, 5 Leben. Jo. Das. Das ist schlecht. Wahrscheinlich wirklich ein Fetch auf der Hand. Das wäre echt schlecht. Steht der jetzt eine Chalice auf 2? Oh, Kollege, du bist gleich Half-Life. Ich sag mal, wenn du mit Chalice auf 2 nimmst du sehr, sehr viel Removal raus, was Mono Black Agro da drin hat. Aber das ist halt manchmal das Problem an so Stompy-Decks, die vor allem zweifarbig sind. Ja. Du musst halt noch irgendwie an ein rotes, / weißes Mana kommen. Ja, und da ist ein Grief auf der Grief. Hand. Okay. Der kann gut sein. Vor allem den Hardcast. Ich glaube, das ist ein Solitude. Das heißt, man kann sich zumindest Xider kaufen. Wenn man wirklich noch einen Opposition Agent hat, kann man den sogar noch reinlegen. Das ist, glaube ich, Grief, Dark Red und das letzte. Ah, es sind Thoughtseize. Ja, dann wäre der Thoughtseize-Move tatsächlich, glaube ich, Turn 1 echt der beste gewesen. Ja. Thoughtseize spielen und dann mit dem Opposition. Ich glaube, den hat man gerade erst gezogen, den Thoughtseize. Der wurde, glaube ich, gerade nachgetopdeckt. Nee, das war der Grief. Nee, der Grief ist schon länger da. Da haben wir überdacht, ob das der Oppi ist. Ob die Opposition ist. Yes. Ja, okay. Dementsprechend. Aber mit 2 Dark Rids auf der Hand, der kostet 4 Mana. Hm? Ja. Hätte man den vielleicht sogar droppen können. Auf der anderen Seite hätte man dann keine Opposition Agent jetzt liegen. Genau, also Oppi ist schon ganz gut. Und Turn 2 hätte man halt Dark Red Grief machen können. Was auch ein starker Play ist für Turn 2. Ja. Vor allem nach Turn 1 Oppi. Hier wird überlegt, wie man vielleicht noch drankommt. Wahrscheinlich. Das Problem ist jetzt auch einfach, die Ancient Tomb tut dir weh. Wenn du jetzt was legst, opferst du automatisch die City. Dir hilft jetzt selbst die Initiative nicht mehr. Wenn du jetzt irgendwas mit Initiative droppst, also ein Chromox. Da kommt ein Chromox. Ist halt auch die Frage. Solitude. Dann hast du auch nur eine Weißquelle. Rot, kommt eine Vinota. Wahrscheinlich. 4 Mana Vinota. Das ist dir gerade total egal. Ja, total egal ist es noch nicht. Aber. Kommt auf das Follow-up an und das ist, glaube ich, nichts auf der Hand. Ja. Vor allen Dingen hat er jetzt nur Weiß. Ja, ab jetzt hat er nur noch Weiß, ist korrekt. Das ist halt auch so eine Sache, wo ich dann sage, 4 Mana, da kommen wir jetzt 4 Grief. Die Grief. Einmal griefen mal. Bam, bam. Auch eine unendlich teure Karte geworden mittlerweile. Das ist ein hat er angekriegt. Das will man natürlich nicht haben. Ja, Grief ist teuer geworden. Uiuiui. Ja, ist jetzt halt die Frage, Vinota triggert nicht für sich selber. Das ist der Vorteil. Die Goblins können genau, jetzt... Genau, Topdeck-Goblins wäre jetzt... Nee, ist total irrelevant. Selbst der einzige Topdeck, der jetzt kommen könnte, wäre ein, Initiative-Dude. Und die wären schlecht. Die wären schlecht.
Und dann, ja. Jetzt rennst du halt mit dem Grief an dem Venota-Hirn vorbei. Boah, das ist bitter. Das war echt Turn 1, der Agent, und dann war Feierabend. Ja. Ne? Krass. Wie halt so eine Karte das komplette Spiel dominieren kann, das finde ich so, so, so stark. Ja, der Agent ist halt echt eklig manchmal. Deswegen die ganzen, also auch die gibt ja die Mono-Black-Control-Listen, die spielen den eigentlich nicht. Die Aggro-Listen spielen den ziemlich gerne. Und dann hast du halt zum Beispiel die Helm-Kombo-Listen. Die spielen den ja auch dann mit, Im Kontroll siehst du den manchmal im Sideboard sogar. Ja. Wenn du, die kriegst des Control-Listen, spielen den oft. Einfach weil der random einfach so hitten kann. Ja. Er ist noch ein Oppi auf der Hand. Das heißt, nächste Runde kann man 6 Schaden drücken. Das heißt, wenn hier irgendwo ein Schaden mit irgendwas gemacht wird. Oh, da ist ein Hund. Ein Doggo. Doggo? Ist die Frage, ob der Move zu früh war. Man hätte hier. Nee, der spielt Comet? Ja, klar. Beste Karte in Rot-Weiß. Kostet auch nur 4 Mana. Ganz ach du Schande. Und viel wichtiger, wenn man damit Eichhörnchen hittet. Ja, ja. Die haben Eile. Ach, stimmt, die können angreifen, ja. Und Venota triggern. Weil es keine Humans sind. 3 Stück. Oder wie viele das sind. Das ist ziemlich, ziemlich strong. Okay, da wird sogar gewartet mit dem Opposition Agent. Ja, okay, der hätte halt nichts geändert an der Clock tatsächlich. Man hätte angreifen können mit dem dabei, aber das ist nicht so gut. So, jetzt die große Preisfrage. Was hat man gezogen? Hat man das Land oder hat man das Land nicht? Also die Hand von Venota sah an sich total gut aus. Es fehlt halt. Oh, da ist ein rotes. Da ist ein rotes. Das heißt, man kann jetzt Komet spielen. Und ist die Frage, ob Aggro ist da die drauf? City nicht schon lange geopfert? Ja. Durch das Spielen des Fetchlands? Die City ist durch das Fetchland geopfert. Das heißt, er hat 2 Leben bezahlt. Das machen wir anders, Kollegen. Ja. Das ist eine 4. 4 sind, glaube ich, die Eichhörnchen. Ich guck mal gerade in der Regie. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß es gerade auch nicht. Der hat so viel Text. Und ich spiele den so selten. Oh ja, ich muss den auch mal viermal irgendwo reinknallen. Gute Karte. Stellar Pub. Die gute Karte aus Infinity. Die warten auch echt lang. Damage. Etude to any number of loyalty counters to him, to a creature or player. Ja, damit kann er Grief abrüsten. Das war. Ja. Das ist aber fast schon irrelevant, weil der Opposition Agent gleich reinkommt. Ja, aber man ist ja theoretisch, wie gesagt, man ist theoretisch auf 2 Leben, dann war es relevant. Ja, das war sehr relevant. Wenn man hier aber halt auf 4 ist, ist es nicht so relevant. End of Turn Opposition Agent ist ohne Frage. Ja, würde ich auch machen, alleine und nur um den Papi halt abzurüsten. Ja, den würde ich kommentarlos reinspielen. Ob da jetzt so lange überlegt wird, weiß ich nicht. Ja, es fehlt halt an einem Damage die ganze Zeit jetzt schon. Ja, und den Damage hat man jetzt eigentlich, hätte man eigentlich schon längst gehabt. Ja, ja, genau, die 2 Damage werden schon gehabt, dementsprechend wäre jetzt gleich theoretisch Ja, da muss man auch nicht mehr Draw, den Comet. Das ist ein Edict-Effekt, der liegt unter Chalice auf 2. Ja, man kann ihn ja trotzdem spielen. Ja, ja, das ist das vergessen halt ganz, ganz viele Leute, dass man trotzdem einfach mal reinspielen kann. Ja. Und ganz viele neigen dazu, da zu sitzen und sagen, ja. Und das ist auch so was, was ich vielen versuche abzutrainieren, weil wenn du ja sagst, ist vorbei. Genau, wenn du ja sagst, ist trotz Chalice auf 1 oder 2 der Spell dann durch. Das ist schon gut. So, jetzt haben wir natürlich den Punkt, an dem wir gerade eben schon mal waren. Jetzt angreifen wir halt theoretisch Liefel, wenn man dran gedacht hätte, die City zu opfern. Hier greift man jetzt beide auf den Komet an. Einer wird von Venota geblockt. Einer tötet den Comet. Yes. Jetzt wäre es eigentlich Liefel gewesen, das heißt, wir wären jetzt beim 1-0. Ja, wenn man angegriffen hätte. Wenn man angegriffen hätte, ja. Jetzt ist halt wieder, okay, man hat kein rotes Mana da liegen. Das ist gut. Da ist noch eine City. Ich weiß nicht, ob man das jetzt realisiert. Ich glaube nicht. Da ist nur ein Go. Das ist ein Go, da ist ein Draw. Da sind noch 20 Leben auf der anderen Seite. Ja, das kann ganz schnell untergehen. Je nachdem, was Venota hittet.
Deswegen, also. Ja, ist aber die Top-Decks von Mono Black Aggro sind halt auch nicht mehr so schlecht. Ja, bisher sind die ziemlich schlecht, weil die halt alle in die Chalice landen. Ja, da kommt Doughty. Geht in die Chalice. Da hätte ich alles schon längst reingespielt. Das ist halt bitter. Vor allem, wenn man halt weiß, dass das Spiel eigentlich um ist. Da ist ein Goblin Rebel Master. Ein Legion Warboss. Legion Warboss. Der kommt nicht, weil kein Land. Es fehlt die rote Quelle. Da ist ein Edikt. Uff. Jetzt wartet man eigentlich nur noch drauf, dass der Vinoda-Spieler irgendwas zieht, was den enabled. Engine Tomb. Da kommt ein Engine Tomb. Dann spielst du es. Weil wenn du es spielst, wirst du langsam mal kapieren, dass die City wechseln muss. Ich glaube, hier wurde schon realisiert, dass die City gehen würde, wenn man die Dinge spielt. Ja. Ich glaube, man hat es einfach bei dem Fetchland vergessen, dass man das Fetchland danach gespielt hat. Ist halt jetzt bitter, weil das wäre für Mono Black Aggro Game gewesen. Ja. Was ist das? Bowmaster. Bowmaster, der macht auch nichts. Ja. Aber deshalb immer darauf achten, noch was beim Gegner abgeht. Nicht nur auf sein eigenes Feld schauen. Manchmal ist es auch gut, beim Gegner zu schauen, was abgeht. Ich würde die Forties einfach spielen. Anstatt den Discard zu machen. Da kommt noch ein Redmast. Oder ein Warboss, ja. Steh-Old wäre jetzt gut. Stehen halt jetzt irgendwie beide voreinander und gucken sich an. Steh-Old ist ein gutes Top-Deck. Grief? Super. Grief ist auch super. Grief ist Bombe. Da wird direkt realisiert, ich kann das spielen. So, Grief. Yes. Und dann siehst du viele Länder und viele rote Karten. Da kannst du eh nichts gegen machen als... Ja. Vinota-Spieler und dann siehst du zwei Warboss. Vinota. Der Bärsäger wäre mir total egal. Ja, ich würde einfach einen Warboss rausnehmen. Ja, nimmst einen Warboss und ist Feierabend. Ja. Ja, Warboss und dann weiter. Dann. Die Warboss sind gefährlich. Die sind wirklich gefährlich. Leider. Deswegen muss der gehen. Ja, wie gesagt, die anderen sind dir egal. Erstens, er ist ein Human, der Berserker. Zweitens kann er das Deck nicht durchsuchen. Ja, das Vorteil ist, dass es danach die Runde macht er halt Kabum und so weiter. Dann geht er auch weiter, aber trotzdem. Ja, du rennst halt jetzt, also. Ja. Du kannst ja mit beiden angreifen. Das, okay, dann kann er fetchen und blockt er den Opposition Agent. Aber das wäre halt die Frage, was dann passiert. So, dann zieh mal eine Karte. Das sieht nicht. Ah doch, das sieht nach einem roten Mana aus. Ein rotes Mana, ja. Das heißt, man kann jetzt in den Warboss gehen. Ja. Yep. Wird da gerade realisiert, dass man zwei Leben weniger hat? Nein. Nee. Das ist rum. Ja, das ist rum. Genau, dann geht man in den Warboss. Ja, dann triggert Vinota und jetzt ist halt die Frage, was passiert. Genau. Schwierig wäre es jetzt, wenn irgendwie so ein Fury oder so aufgedeckt würde. Nee, geht ja nicht, muss ja ein Human sein. Muss ein Human sein, ja. Also nice. Es wird ein Initiative-Dude sein. Und dann. Magus ist im Moment auch, glaube ich. Wenn der Mainboard ist. Ja, das weiß ich leider nicht. Genau, es search nicht, es guckt die obersten 6 an. 4, 5. 5, 6. Und jetzt ist die Frage: Kann auch ein Loose sein? Kann auch sein, dass da gar nichts bei ist. Da haben wir Krumox Garkas auf jeden Fall dabei. Irgendwie sieht da noch viel Land aus. Gibt's eine Auswahl? Vor allen Dingen muss ja ein Human sein. Genau, es muss ein Human sein. Jo. Nö, nichts gehittet. Dam, dam. Das passiert halt manchmal bei Venus. Ich hätte jetzt fast gesagt Karma. Ja. Jetzt hat man wieder die Chance. Der wird dann geblockt. Ja, der Opposition Agent wurde schon angezeigt als Blocker. Greifst du mit dem Grief und dem Dings stark wäre es halt jetzt, eine Shoulder zu droppen für den Draw. Na, ist ein Land. Ja. Das ist halt so bitter, wie gesagt, wenn man weiß, dass das Spiel eigentlich rum ist. Ja. Ah, schwierig. Aber solche Fehler passieren einfach. Das muss man einfach sagen. Das passiert. Und da muss man halt schauen, wie es weitergeht. Das Land würde ich einfach legen. Ja, bevor du discarden musst wieder. Auf jeden Fall. Ist halt die Frage, du kannst mit dem Opposition Agent, ja, weil jetzt ist eigentlich egal. Dann hat er zwei. Dann hat er zwei rote Quellen.
Hat aber dann auch ein Leben weniger. Ne? Also wenn du jetzt mit dem Grief und einem Opposition Agent angreifst, kann der nicht mehr fetchen. Dann kann der nichts mehr spielen. Der Grief muss ja mit zwei Kreaturen geblockt werden. Ja, können jetzt aber auch mit Grief angreifen, tatsächlich. Ich würde jetzt nur mit Grief angreifen. Ja, stimmt auch. Weil auch so muss er mit beiden blocken und du kriegst halt den Goblin los. Jupp, du kriegst den Und dann den macht Binota wieder nichts. Und dann sind sie wieder im selben Board State wie vorher. Wenn er ihn durchlässt, hat er ein Riesenproblem. Ja. Sainer spekuliert halt drauf und sagt, okay, vielleicht lasse ich ihn durch, krieg den Goblin, krieg mehr Woods. Das ist halt die Frage. Er hat den City, er kann ja nächste Runde auch weiterspielen. Er könnte auch die Initiative ins Spiel bringen. Also da ist schon eine Menge Möglichkeiten, die jetzt passieren. Er hat die City noch auf der Hand. Ja, da wird auch lange überlegt. Okay. Der stirbt. Ja. Ausrufezeichen. Ja. So, Land. Da liegt man doch das besagte Land. Ich hätte hier, glaube ich, tatsächlich überlegt, ob ich es durchlasse. Ja. Nur damit ich halt diese Runde jetzt den Berserker spielen kann, einen Trigger von dem Warboss bekomme, mit dem Trigger angreife, mit dem kleinen Dude und dann vielleicht nochmal +2/+2 oben drauf gebe, das wäre schon mächtig. Da ist ein Comet. Comet kann jetzt halt richtig sick werden. Wenn der wieder, je nachdem wie der wieder würfelt, wird's eng. Ja, ist halt Magic 2023. Da ist eine 6. 6? Das heißt, er darf zweimal würfeln. Jo. Zwei ist halt noch einmal oben extra. Zwei. Das sind die zwei Scrolls. Das ist strong. Und er kriegt einen dabei. Der zwei sogar da drauf. Dann ist er bei 7, Laudity. Und nicht bei 6. Und? Eins nice. Ist auch wieder Scrolls. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Ei, das kann jetzt richtig sick werden. Die haben alle Eile. Ja. Da kommen jetzt 4 Binota-Träger. Wow, bam. Das ekelhaft. Wow. Der wird schon mal Platz gemacht. So close. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und für den ersten Trigger haben wir... Da ist schon mal ein Berserker. Ja, halt mehrere Berserker und mehrere Trigger davon machen halt auch einfach Liefel. Wo? Das kann jetzt rum sein, ja. Ja. Die haben Trampel. Jo. Und der Trigger kommt trotzdem. Der darf sich trotzdem Mountain House... Genau. Und der Trigger wird tatsächlich drüber gesteckt. Über die Venota. Trigger. Wodurch er jetzt auch searcht und dann shuffelt. Genau. Ja, aber den dürfte er sich gar nicht raussuchen. Das kommt drauf an. Wenn da. Nö, dürfte er nicht. Nein. Und da auf keinem Punkt in diesem Planeten mit einem Opposition Agent auf dem Board dürfte der das. Nö. Ah, Mensch. Muss man die Leute noch trainieren, dass sie anscheinend nicht mehr die Mensch, Kinder, ey. Wenn nur Judges in der Gegend gewesen wären. Ich war nicht da. Ich schon. Aber ich war am Spielen. Ach du Scheiße. Ja, das ist ein guter Trigger. Ja, vor allen Dingen, der kommt jetzt cycelt der noch weiter durch. Das heißt, da geht jetzt noch der Plus auf den. Ja, dann geht's weiter. Das sind 4 Scribble. Das sind 5, 7. Da war nix. Boah, 16. Das sind jetzt schon 16 Schaden. Ja, schwierig wird's halt jetzt, wenn da jetzt ein Ding bei rumkommt. Einer von den Weißen oder noch ein Roter. Da ist ein Weißer. Das ist Liefel. Ja. Klatsch. Das ist ordentlich. Ja. 12, 15, 19 Damage. 10. 19 Damage. Krass. Plus halt die 5 aus dem Ding. Jo. 24 Damage, eine Runde. Krass. Abgesehen davon, dass es halt schon vorbei gewesen wäre. Schon lang. Ja. Schon zweimal. Ja. So passiert es aber tatsächlich auch auf Tournaments relativ häufig. Kann ich bestätigen, dass man Fehler innerhalb des, wenn man in dem Modus ist, nicht sieht. Wir sind das ja gewohnt. Wir staten das ja auch ganz oft, wenn hier Fehler passieren. Wir dürfen das auch. Wir sind ja die Kommentatoren. Da sagen die Leute auch, dass wir das dürfen. So ist es nicht. Aber wir dürfen niemals vergessen, wir haben auch den Vogelblick. Wir sehen alles, wir sind da nicht emotional mit beteiligt, wir haben nicht vorher ein paar andere Runden gespielt.
Wir sehen nicht unseren Punkt, wir haben alle Informationen und dementsprechend passieren Fehler. Das ist aber auch vollkommen okay. Und dann muss man das jetzt so nehmen, wie es ist. Ja, ja. Und das finde ich halt sehr, sehr interessant, gerade auf Tournament-Ebene. Ich finde aber auch immer witzig, ich glaube, ich habe noch nie den Punkt gehabt, dass einer von uns aus der Gruppe, der online einen Fehler gemacht hat, danach gesagt hat, boah, warum habt ihr das gepointet? Weil gerade Ben ist auch einer, der sehr lernwillig ist. Ja, ich finde es auch mal großartig, wenn er zu uns kommt und sagt, hey, hier, das habe ich gesehen, finde ich großartig. Da haben wir einige von, da haben wir ja. Steffen ja genauso. Und, ja, ja. Deswegen, also wir haben eine Menge Leute, die da wirklich positiv weit gehen. Und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das mag ich sehr, gerade an dieser Community. Ja. Hat hier, ah ne, ist ein End-of-Turn-Fetch. Ist das ein End-of-Turn-Fetch? Muss ja, weil auf den Fetch hätte ich gefetcht. Black Aggro anfängt. Auf den Fetch hätte ich gefetcht. Oder zumindest auf den Dark Red oder auf den Cast von dem Op-Agent. Da ist jetzt halt die Frage, wo da kommt, weil ansonsten ist da ja nichts mit Flash drin. Ne. Oder ist dort ein... Das ist ein, ich habe zu viel Länderfetch. Ah, ja, der Klassiker. Das kann man machen, um das Deck auszudünnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man damit auch was macht, ist so, so, so gering. Doughty Voidwalker. Kann hässlich werden. Yes. Kann hässlich werden. Also ich habe mit dem schon mal einen Enrakul gecastet. Turn 3. Ja. Mit Forzis und so weiter ist das richtig. Knorke. Yes. Das ist ein sehr langsamer Start für den Minosa-Spieler. Das ist gefährlich. Auch keine Chalice und nix. Kein Chalice und nix. Man könnte jetzt versuchen, mit Go. Affen auch nix. Krass. Also ich sehe da einen Goblin. Also wird der wahrscheinlich keinen First Mana haben und keinen Soul Land. Und jetzt ist halt auch die Frage, was Mono Black Aggro schon kann. Weil mit 3 Mana macht der eine Menge. Mehr brauchst du meistens auch nicht. Ja, plus Dark Red und so weiter. Ja, also da kann jetzt eine Menge kommen. Das kann ziemlich schnell prügeln. Noch ein. Cool. Wichtig dabei, dass der eine Doughty die Karten von dem anderen Doughty spielt. Die sind nur mit Void-Countern. Genau. Die sind nicht in einem separaten Exile. Genau, was sehr, sehr gut ist. Dann wird hier schön runtergeklärt und gefetcht. Das wird so schön gewesen. Ja. Genau, das geht unter den Doughty. Ja, kann man auch mit unter einem Würfel ins Exile legen. Das ist ja... Da ist ein Plateau als Proxy. Plateau. Ja. So. Was ist da drin? Also theoretisch ist da relativ viel drin, wenn man unter dem Doughty sehen will, aber... Ja. Der Doughty ist halt auch gefährlich, weil den blockst du nicht. Ja. Spannend, dass hier nicht ein Mountain rausgefetcht wurde, sondern lieber ein Duel. Ja, wenn du einen Magus hittest, ist es ja sowieso ein Mountain. Ja... Ah, man hat in der ersten Runde keine Wasteland gesehen, oder? Und Black Aggro spielt 4 Wastelands normalerweise. Normal schon. Also ich kenne keinen. Oh, da ist eins auf der Hand. Das ist strong. Das ist strong. Plus opfere eine Nicht-Token-Kreatur. Ja. Das Klatsch. Sind halt jetzt 6 Schaden. Das ist halt viel Schaden, der jetzt kam. Zack, Wasteland, dein Land. Jop, das ist easy peasy. Deswegen, der Mountain wäre schon gut. Kann es sein, dass der Mountain auf der Hand ist? Das weiß ich nicht. Ich sehe da auf jeden Fall noch einen Goblin. Yes. Aber... Ja, ich glaube, da wird auch gerade gesagt, Exile ist egal. Das ist ja, ja. Nur die Marke. Da ist noch ein Edict-Effekt. Der und kann Push. Ja, aber Push ist nicht... Doch, Push ist jetzt getriggert. Ja, ich hätte hier gepusht wahrscheinlich. Ja. Gepusht und wenn er dann noch versucht, den Goblin zu spielen, bevor er kommen wird, opfert man nicht Token-Kreatur. Vor allen Dingen, der ist ja so. Der ist instant, ja. Ja. Und dann hätte man halt wirklich schön runterspielen können auf die letzten Leben. Die Carven ist einfach nur ein schlechtes Land hier in dem Matchup. Ja. Goblin. Das sagt einiges. Kein rotes Mana für. Ja, der getriggerte Push. Ich glaube, den hätte man wirklich casten sollen. Ja, dort war, finde ich, ein bisschen vergeudet, zumal der Revolt-Trigger. Hier würde ich auf den Cast auch reagieren und den Ding spielen. Nicht, dass der den behält. Ja. Opfer man hört. Okay, wird wahrscheinlich nachgesagt, Combat, ja, okay, vor Combat, den. Ja, da hätte man den Combat verhindern können. Und zwar komplett unten noch was anderes wegmachen können.
Das der wär, kommt, glaube ich, dann noch mit. Stärker gewesen. Genau, er kommt mit, er macht noch einen Goblin mit. Und der macht den stärker. Ja. Und das macht halt für 5. Das ist halt eine Glock tatsächlich. Ja, das ist jetzt wirklich eine Glock. Also da hat man Schaden liegen lassen. Das ist eine 7, so. Nee. Die, also eine 1-1, ja, ja. Das sind 5. Also da hat man jetzt Schaden liegen lassen. Generell sogar theoretisch sogar sehr viel Schaden liegen lassen. Mhm. Weil der Revolt-Push hätte den anderen auch schon bereinigt und dann hätte der jetzt im Endeffekt nur noch einen 1-1er. Genau. Einen einzigen 1-1er gehabt und dann war ja nichts mehr gewesen. Ja. Vor allem, wenn man hier halt mit den Dorties einfach mal in den Beatdown des Todes geht. Ja, das sind jetzt, der hat jetzt gleich, ist der auf 4 Leben. Das ist halt. Ratchet Bomb, auch nicht schlecht. Oh, Ratchet Bomb ist gut. Vor allen Dingen, wenn man die für 2 legen kann und dann direkt knacken kann. Wobei ich mich immer noch frage, warum Leute nicht dieses Filigree spielen. Ich glaube, weil sie das einfach nicht sehen. Das kann gut sein. Filigree ist einfach eine Ratchet Bomb, die auch noch 10 Schaden schießen kann. Ja, da kommt ein Fury. Nee, wenn dann Solitude. Mancher. Ding. Damit kriegst du aber auch nur einen vom Hals, Kollege. Mhm. Oh, da ist 4 Patience drin. Wichtig ist, dass hier der Push jetzt wieder getriggert ist. Ja. Oder war es die oder vom Feld entfernt? Ich glaube, das Spielfeld verlässt. Wie weit ist, glaube ich, ja, kann gut sein. Ich guck mal nach. Weil dann kann man pushen. Das ist gut. Ratchet Bomb. Ratchet Bomb ist gut. Left the Battlefield ist da. Okay. Ratchet Bomb kostet auch nichts zum. Zum Aktivieren, richtig. Man kann es einfach gleich tappen, knacken. Bam! Ja, und theoretisch hat man halt immer noch den. Das verstehe ich nicht. Nö, das hätte man nächste Runde im Combat machen. Außer man macht jetzt noch den Push. Ja. Wenn man jetzt nicht pusht, verstehe ich den Move nicht. Ich auch nicht. Das hätte man als Instant spielen müssen und nicht als Haus. Vor allem jetzt mit dem Chalice. Das ja. Ist halt doppelt und dreifach bestraft gerade. Das ist halt. Du musst jetzt das Fetchland knacken und musst dann pushen. Ja. Ja, und dann hast du immer noch die Chalice. Das ist tausendfach bestraft, dass man hier nicht einfach sagt, geh du in dein Spiel. Ja. Das jetzt wirklich. Weil manchmal vergessen gerade Mono-Black-Spieler, dass man Sachen als Instant spielen kann. Es sei denn, dieses Doughty. Doughty merken die sich alle, dass man den als Instant spielen kann. Ja. Aber ansonsten gibt es ganz, ganz viele Leute, die einfach vergessen, dass man Sachen als Instant spielen kann. Und jetzt kommt wahrscheinlich, hoffentlich, ja, da kommt der Push als Reaktion auf den Dings. Hm. Ja, muss. Solitude war auch nur 3 vorne, ne? Ja, 3-2. Also macht es keinen Unterschied. Nee, vor allem, weil es Lifelink ist, statt unblockbar. Ja, ja, war jetzt gerade die Frage, weil auf dem Board, aber der Doughty war ja eh getappt. Ist da, das ein Dismember? Nee, ein Feed the Swarm. Feed the Swarm, dann kriegt man die Chalice nicht, ist eine Verzauberung oder Kreatur. Verzauberung oder Kreatur, ne. Ja, wird auch nachgeguckt, aber das ist egal, man haut jetzt einfach zu. Hau zu. Du brauchst die Leben gerade nicht. 4, dann sagt man go. Oh. Man hat halt noch 2. Also ein Shortwood Addict und ein Feed the Swarm. Oh, da ist ein Fury. Oh, zum. In Anführungszeichen zum Glück nicht das Mana. Ja, aber. Ja, genau. Ah, Evoke. Yes. Dann geht der drauf. Bam. Ah, da ist ein Edict-Effekt noch. Also Removal hat man noch. Ja. Aber ja. Jetzt muss ich gerade überlegen, geht der Fury mit ins Je nachdem, Exile? Wie man triggert. Ja, stimmt. Weil bevor dem nächsten Step, dass er das Spielfeld verlässt, wird gecheckt, ob Damage-Karten tötet. Ja, ja es geht Borg wieder das lustige du bist dran los. Ja. Ich meine, selbst wenn Chalice. Noch eine Chalice. Der ist gut. Turok! Vor allem, wenn man sich hier für den Fury entschieden hat. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Oh, der tut jetzt richtig weh. Yes. Der tut jetzt richtig weh. Yes. 2 random Handkarten werden jetzt abgeworfen, wenn man sie gekickert hat. Er hat Schutzverweis und. Und to Turok on Steroids. Nee, random. 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 Random? Ne, wird nicht randomt. Random? Hier wird nicht gerandomt. Also Leute. Es hätten halt beide sein können. Es hätten beide Vinotas sein können. Ja, genau, das ist nämlich die Sache. Jetzt kommt nämlich die Vinota zum Einsatz.
Nee, man muss jetzt den roten Dude spielen, sonst hat man verloren. Und man hat so oder so verloren, weil man jetzt einfach den. Ja, ja, aber wird den los und dann. Ja, da, ja, da, ja. Aber normalerweise sagt Turach random discard. Ja. Aber damit steht es 1-1. Dann steht es 1-1. Das ist wirklich interessant. Ja, okay, man weiß halt jetzt, ob man den Dude los. Eigentlich 2-0. Aber ja, 2-0, ja. Wenn wir das mal rausladen, steht es 1-1. Glaubst du, es ist nach dem Sideboarden besser für Mono Black Aggro, weil sie halt teilweise sehr nutzlose Ein-Mana-Spells, wie zum Beispiel Thoughtseize oder so, ein bisschen runtercutten können und dafür halt Removal reinigen? Ich würde da halt ein bisschen gucken, wie du on the play und on the draw spielst. Hm. Da wird gerade auch nur gesagt, Schiele quer. Weil on the play kannst du die Thoughtseize theoretisch auch wieder reinnehmen. Hm. Die Frage, was du im Sideboard generell hast. Wir haben die Feet des Swarm gesehen, die werden nicht Mainboard sein. Nee, die werden Sideboard sein. Die Tura auch wahrscheinlich auch. Oh, ja, also gegen den Removal aus dem Sideboard den reinzunehmen, wäre auf jeden Fall eine Idee. Ja. Plague Engineer. Plague Engineer plus halt, man hat ja noch die Baumeister. Die kann man also rausnehmen, oder? Die kannst du rausnehmen, du hast bessere Kreaturen im Sideboard. Der Turok ist besser und der Black Engineer auch. Black Engineer ist auf jeden Fall dann besser. Die Ratchet Bomb war auch im Sideboard. Ja. Also es gibt viel, was du boarden kannst. Es ist halt die Frage, ob du adaptiv boardest, ob du on the play oder on the draw bist. Das ist ein guter Start. Yes, das ist ein guter Start für Venota hier. Mono Black Aggro kann damit trotzdem meistens haushalten, tatsächlich. Muss nur ein Fetchland und ein Push sein, dann hat er nur eine 1-1 und hat zwei Karten verpulvert. Ist auf jeden Fall schon mal das Fetchland, ist aber ein Go. Ist ein Go tatsächlich. Da ist ein Storm. Ein Stormblood Berserker. Wie heißt der nochmal? Der Berserker. Das war Mana Pool, dann spielt man den Mountain. Mhm. Dann wird das Ding gesackt. Dann noch ein Goblin. Ui. Das kann weh tun. Das tut jetzt weh. 5 Schaden. 6 Schaden. Oh. 7 oder nicht? Der 6. 6, weil jetzt beide dich angreift. Jawohl, stimmt ja. Ja, selbst wenn, da wäre es 8 gewesen. Also ist halt. Nee, er gibt ja nochmal einen Mentor. Das wäre jetzt 9. Ungerade Zahl. Genau, deswegen war ich mit einer ungeraden Zahl. Aber der triggert ja nicht bei. Der triggert nur, wenn er selber angreift. Genau, der triggert nur, wenn er selber angreift. Da schreit nach einem Black Engineer. Und zwar schnell. Das ist ja jetzt schon was drum. Ich glaube, es sind jetzt nur noch 6 Schaden niederliegen, also 3 Schaden niederliegen bleiben, aber du brauchst jetzt einen Black Engineer. Deswegen, also Black Engineer tötet halt 2 von den 3 Goblins. Deswegen, das ist schon. Ja, aber keinen, der nachkommt. Das stimmt. Und der Mentor-Trigger funktioniert dann auch nicht. Also der triggert ins Leere. Oh, ist das räudig. Der hat noch Reanimate da drin. Ja, 2 Stück, glaube ich. Gegen Chalice auf 1 Deck. Ja, nee, ich hätte sie rausgebordet. Aber generell sind, glaube ich, da drin 2 Reanimates. Und da drained Leben ohne Ende. Also, das hätte ich halt auch. Das Grief, ja, sehe ich. Da geht wahrscheinlich der Berserk. Der ist das als Target, okay. Das ist halt jetzt bitter, dass man da nicht das Reanimate genommen hat, dafür, dass da halt der Peter Swarm einfach die Kreatur umgenietet hätte. Weil man jetzt fehlt einem halt einfach der Removal. Wichtig ist, dass man das Ding jetzt vor Combat den. Einen Goblin rausnimmt. Dann einen Goblin rausnehmen. Diese Gemstone-Gedöns, ja, das ist diese Edelsteinmine. Vor Combat nehme ich dir einen raus. Vitas Swarm hätte halt den anderen rausgenommen. Ist ein bisschen sad, aber. Weiß auch nicht, weswegen man jetzt auf dort Reanimate gambelt. Ja, für man hätte jetzt reanimaten können. Dann wäre das halt runter gewesen. 8? 8 Schaden, ja. 4 Leben. Dann wäre noch schwierig. Black Engineer wäre gut. Ja, Black Engineer war Bast. Das ist, glaube ich, ein. Was ist das, dieser Murderous Rider? Das kann sogar sein. Das sieht aus wie ein Murderous Rider unten mit dem, mit links unten mit dem. Mit Adventure. Mit dem Adventure, yo. Das ist aber auch eine interessante. Ja, der kriegt der Artefakte los. Ja, ist er. Ja. Aber der hat Lifelink, ne? Genau, der ist 2-3 Lifelink. Das nützt nur gerade gar nichts. Nö. Das heißt, der wird geblockt, der wird rausgenommen. Das ist genau tot. 1, 2, 3, 4, 5. Man kriegt ja sogar noch einen Blitz. Ach stimmt, man kriegt ja. Und der kriegt. Und der kriegt auch noch. Also 6, 6 Damage. Man 6 ist Schaden tot, und. Ja. Man ist weiterhin tot. Schade. Ah, ne, ist eine Cavern of Souls. Ach, ist eine Cavern. Nicht das Glücksland.
Ja, stimmt, macht auch am meisten Sinn. Ja. Joa, wenn der jetzt noch einen Goblin spielt, ist er mehr als tot. Warrior? Das ist ein Chalice auf 1. Das ist ein Chalice auf 1. Okay. Der Overkill. Ja. Und dann schwingt man. Comet, geht man rein, kriegt noch einen Goblin. Ja, ja, kriegt man noch einen Goblin. Kommt da noch einer bei? Kommt der noch einen? Dann hat man noch einen. Dann Haben wir den noch einen? Da. Na. Ja. Ja. 2-1, Venota. Zweite, dritte Runde war echt strong. Das hat das Deck gut gezeigt, was es kann. Ja, okay, Goblin hinter Goblin, das macht viele Decks platt. Ja, ja, ja. Dementsprechend 2-1 Venota. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, wisst ihr Bescheid. Daumen nach oben und wenn ihr wollt, könnt ihr den Kanal abonnieren. So Gameplays kommen jede Woche einer mindestens. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.